Jo, was geht ab, meine Lieben, die Prinzen am Start. Hier, Leute, hinter mir steht ein wahres Schiff, ja. Ist nicht nur einfach nur ein Fahrzeug, ist wirklich ein Schiff. Das ist ein Siebensitzer. Habe ich auch gerade in den Kofferraum reingeguckt. Ich habe die Sitze noch gesucht, die liegen da flach auf dem Boden. Da kann man natürlich einen Kofferraum draus machen, weil der junge Mann hat auch dich was mitgebracht, was wir noch einbauen müssen. Hinter mir steht ein GLS, der nagelneue GLS, ne? Der jetzt rausgekommen ist, der momentan noch in einem grün, schwarz-grün dasteht. Ja, was den Kunden noch zu langweilig ist momentan. Der Wagen kriegt nicht nur eine Folie, der Wagen kriegt so einiges. Also der Wagen wird auf jeden Fall foliert, klar, muss sein, weil so wie er da steht, sieht er nicht cool aus. Mit der Folie wirkt es natürlich später noch ein bisschen sportlicher, intensiver und aggressiver, wenn man es dann später komplett rüberbringt, wie man es haben möchte. Hier werden die Trittbretter noch komplett ausgetauscht. Hier haben wir jetzt normalen Schwellerleiste drauf. Die jetzt komplett wegkommt, da kommen neue Trittbretter drauf mit Schweller. Ein Spoiler, ein langer neuer Spoiler kommt mit drauf. Für den Wagen war es jetzt schwierig, irgendwie was schnell ranzubekommen, weil der Wagen halt hier produziert wurde und die ganzen AMG-Bauteile in Amerika produziert werden. Wir haben da ganz viel nachgefragt und mussten hin und her forschen, bis wir dann endlich ein paar Sachen auch bekommen haben noch. Felgen besorgt der Kunde selber, wird demnächst noch raufpacken, das werden wir wahrscheinlich aber auch nicht verfilmen. Wenn man jetzt mal sich reinsetzt in den Wagen und guckt, hat man eine schöne beige Ausstattung. Was ich natürlich immer sehr feiere, ist, dass der Boden dann schwarz ist. Ne? Mhm. Ich mag es nicht, wenn der Wagen komplett beige ist und auch im Boden beige ist. Weil das wird immer zu schnell dreckig, das ist überhaupt nicht schön. Ich liebe es wirklich, wenn da unten komplett alles in schwarz ist und obenrum beige. Da kriegt man es auch immer schön sauber, schön gereinigt. Hier sieht man noch die Folie drauf. Ne? Neues Auto, Folie ist noch drauf, ist noch schön foliert. Freitag zugelassen, heute ist Montag. Krass, ne? Mhm. Gerade mal drei Tage zugelassen, der Wagen, direkt zu uns gekommen. Hier hat er noch die schöne Holzoptik mit drin. Das ist Geschmackssache. Ich persönlich feiere die Holzoptik nicht so. Aber wenn ich jetzt gerade hier drin sitze und mir das angucke, finde ich irgendwie, dass es zu dieser Ausstattung extrem cool aussieht. Ne? Extrem edel. Harmonisch. So. Ja, ja. Genau. Und das sieht so warm aus. Ne? Man sitzt da drin, da fühlt man sich gleich so antikmäßig, man denkt, man sitzt auf der Couch zu Hause. Hat so ein Wohnzimmer-Style, wollte ich gerade sagen, ja. Fehlt noch ein Kamin und so, schön. Mhm. Dann machen wir aber die Heizung an, dann hat man Kaminoptik hier, weil es schön warm ist. Musst du beim Monitor Lagerfeuer anmachen. Ja, genau, Lagerfeuer. Ja, sieht auf jeden Fall geil aus. Wie gesagt, ich feiere es halt, ich würde sogar noch mehr feiern, wenn dann hier der Himmel und so auch noch so ein schwarz Alcantara wäre. Du? Ja, finde ich viel krasser. Ich finde es in dem Auto aber echt edel und passend, ne? Weil die Sitze auch alle so hell sind. Ja, ist Geschmackssache. Ich finde es geiler, wenn wirklich nur die Sitze und wie hier bei den Türen, ne? Weil die Türverkleidung dieser Bereich schön hell ist und der Rest sollte von mir aus immer alles dunkel sein. Das ist das, was ich extrem feiere. Auch wenn das hier komplett alles, ich liebe es einfach, wenn obenrum alles dunkel ist und untenrum alles dunkel und der mittlere Bereich komplett in hell. Das wirkt natürlich meiner Meinung nach am besten. Aber wie gesagt, Geschmäcker ändern sich, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Ich finde es so geil. Ja, der wird jetzt erstmal schön geknetet, gewaschen. Ne? Extrem wichtig ist es, dass man bei diesen Fahrzeugen, die jetzt nagelneu vom Werk gekommen sind, komplett darauf achtet, dass der Wagen extrem gründlich entfettet wird. Weil sonst die Folie an den Ecken und Kanten nicht haften kann. Also der Wagen muss wirklich richtig vernünftig gewaschen werden, entfettet werden, geknetet werden, dann kann er erst foliert werden. Vorher leider nicht. Ja, ein Beispiel haben wir hier. So. Vorsicht, hier nicht drüber stolpern. Hey Carsten, wir machen mal was schön den Wagen sauber. Das ist das, was ich halt nicht schön finde. Nur man kann einmal reinkommen, ja, kannst du rumlaufen. Gut, dass wir ein Beispiel da haben. Oh ja. Siehst du, es ist so schwierig, den Wagen mal sauber zu halten. Also auch wenn der junge Mann den Wagen jetzt richtig schön sauber macht und der Wagen hier sauber rausfährt, nicht mal eine Woche, bei so einem Wetter, was wir jetzt draußen haben, nicht mal eine Woche ist da unten wieder schwarz. Ne? Hier haben wir einen Sternenhimmel verbaut. Mhm. Ui. Ja, selbst am helligen Tag sieht es krass aus. Ne? Hier ist alles an, hier ist Licht an komplett. Das funkelt so schön, das sieht richtig wild aus. Ich mache mal kurz die Lichter aus, dann kannst du ein bisschen was zeigen. Und das ist jetzt ein Beispiel, wir haben ja auch mehrere Videos mit dem Sternenhimmel. Aber hier haben wir mal zum Beispiel einen Sternenhimmel verbaut in einem hellen Himmel. Das wirkt beinahe, guck mal. Ich fand es geiler, wenn Himmel schwarz ist bei dem Wagen. Aber wenn es um einen Sternenhimmel geht, wirkt es extrem schöner, wenn der Himmel, also wenn dieser Bereich hell ist. Zeige ich dir mal kurz. Also ich finde es eher schön bei schwarz, weil da hast du diesen Stern-Nachthimmel. Ja, aber so wirkt es viel krasser. So kommt es mehr zum Vorschein. Darum geht's. Zeig mal.
Kommt von Jugend, hast du das gedacht? Jetzt drehen wir Carsten hier den Saft ab. Das ist doch das Jahr, das ist doch das Jahr, das ist doch das Jahr. Oh. Der ist sehr schön, der Ambiente. Nun, guck das hier jetzt mal an. Guck mal, wie geil das leuchtet. Ne? Weil dieser Himmel hell ist, kommt es doch viel krasser zum Vorschein. Guck mal, man kann natürlich auch die Farben wechseln. Ne? Wir haben es jetzt mit dem Ambiente angepasst. Hier hast du einmal schön lila. Hier hast du schön in gelb. Hier in grün. Guck mal, das ist rot. Eieiei. Lasershow sein Vater, ey. Das ist krass. Krank, oder? Ja. Das ist halt ein funkelnder Sternenhimmel. Man kann auch natürlich welche nehmen ohne Funkeln. Und man kann auch selber mal einstellen, dass man vielleicht so ein Farbspiel mit drin hat. Und dann variiert er automatisch von Farbe zu Farbe. Ja. So viel zum Thema. Beige Ausstattung, beiger Boden. Beiger Himmel. Jetzt habe ich euch mal die Vergleiche gezeigt von beiden, wie ich es am besten finde. Hier zum Beispiel gefällt mir das Holz überhaupt nicht. Ne? Das andere Holz sah viel edler aus als das. Hier würde ich was ganz anderes nehmen und schöner finden. Aber S-Klasse ist halt bekannt dafür, dass ganz oft auch Holz drin mit drin ist. Manchmal auch, wenn die Ausstattung dunkler ist, gibt es ja halt dieses schöne schwarz-graue Holz. Optik, was drin ist. Das finde ich geil. Stimmt. Das gefällt mir extrem. Dieses braune Holz, mir persönlich gefällt das. Kann man eigentlich diese Holzoptik wie in einem GLS auch überfolieren? Geht das? Ja, kann man. Das geht, ja. Es war strukturiert, kann man aber überfolieren, aber dann kann die Struktur auch ein bisschen durchgucken. Hm. Das muss man halt. Aber die Folie hält da drauf. Auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Ja, so, jetzt wird der Wagen erstmal gewaschen, geknetet, entfettet und zur Folierung vorbereitet. Und dann geht's los mit der Folierung, mit dem Umbau, mit allem drum und dran. Bleibt dabei. Und wir werden das alles in dem Video noch verfilmen, also bis gleich. So, meine Lieben, wir waren sehr fleißig gewesen, auch ohne euch. Das heißt, wir haben den Wagen schon zum größten Teil foliert. Wir haben die Seiten komplett fertig, wir haben die Motorhaube fertig, die andere Seite genauso. Jetzt kommen noch die Stoßstangen dran. Die haben wir noch nicht angefasst, weil die Stoßstange vorne muss komplett demontiert werden. Die muss abgebaut werden, da kommt ein Panamericaner-Grill rein. Und deswegen haben wir den noch nicht foliert, weil das Problem ist, ich muss später mal gucken, bis wohin der Grill rausschaut. Ne? Wenn ich das schon einschätzen könnte, hätte ich auch die Zustand schon foliert. Wie gesagt, wir waren sehr fleißig gewesen, wir hatten aber noch ganz viele andere Videos zu drehen. Wir haben den Urus von Samurai gerade noch fertig gedreht, wie er abfoliert wurde. Und in der Zeit wurde der Wagen auch so zum größten Teil foliert. Wir können jetzt nicht einfach mal stoppen kurz mit der Folierung, während wir ein anderes Projekt aufnehmen. Weil wir auch vorankommen müssen mit der Arbeit und die Kunden alle natürlich auch auf ihre Fahrzeuge warten. Aber nichtsdestotrotz werden wir trotzdem morgen nochmal filmen, wie wir die Stoßstangen folieren. Höchstwahrscheinlich schaffen wir das dann mit aufzunehmen. Aber es ist Wahnsinn, mal zu sehen, wie schnell wir sind, so ein Auto zu folieren. Das ist hier kein Kleinwagen, ne? Nee, haben wir heute früh angefangen, heute fertig und selbst auch schon durch. Die Schweller wurden natürlich nicht foliert, weil ja da auch andere Schweller rankommen. Die werden komplett ausgebaut. Ja? Ja, ja, da kommen die Trittbretter kommen komplett in einen anderen Schweller. Die sind Plastik, Kunststoff, die kann man noch nicht folieren. Ah. Nee, und dann muss man wir haben alles da drin, aber wo sind wir? Mal gerade weggeräumt. Gehen wir mal kurz rüber. Alles was chrom ist, bleibt chrom. Die Felgen bleiben auch in der Farbe, aber der Kunde hat natürlich noch andere Felgen, habe ich erzählt gehabt, der woanders bestellt, genau. Aber alles was chrom ist, bleibt chrom an dem Wagen. So, einmal zu den Kartons hier. Rüberschwenken. Ich war jetzt so neugierig, ich habe da heute mal einen fotografiert. Um mir mal anzugucken, wie der Schweller aufgebaut ist. Das ist jetzt der Schweller hier. Der wird morgen eingebaut. Mit Trittbrett oder wie ist das? Mit Trittbrett alles drin. Ne? Hier ist der Schweller, kannst du mal gucken, ist Kunststoff. Okay. So kommen aber auch die meisten Schweller. Auch wenn die vom Berg kommen, kommen die immer mit Kunststoff. Mhm. Und die kann man nicht folieren, ne? Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, der Schweller muss komplett abgebaut werden. Wo du ja dachtest, vielleicht kommt ein Anbauteil rein. Naja, nein, dachte, nein, das ist immer, nee, das kommt immer komplett in einem ganzen Stück.
und hier kommen dann die Trittbretter rein. Ich glaube, die sind auch mit Aluminium ein bisschen oder Silber. Werden wir morgen mal ausprobieren. Also das sind die sechs Trittbretter. Aber okay, kann man aber sehen, sowas machen wir halt, ne? Das ist den meisten Zuschauern mal gar nicht bewusst, aber wir bieten euch so einen Umbauten an. Mhm. Und hier ist einmal der Grill. Mhm. Der so aussieht. Panamericaner Grill. Auch mit Chrom. Der kommt jetzt dann da rein. Der sollte eigentlich da reinkommen und müsste eigentlich auch passen. Müssen wir mal morgen in Ruhe gucken und anpassen. Gucken, wie wir den am besten verbauen. Ja. Und ja. Ein Hexboiler haben wir noch? Hexboiler haben wir auch noch. Den packe ich jetzt nicht aus. Den packe ich alles morgen aus, weil ich bin echt K.O. Heute ist wirklich Feierabend, weil ich kann echt nicht mehr. Es ist schon echt spät. Und wir waren auch ganz früh, wir sind immer ganz früh da. Um 8 Uhr machen wir schon auf, das heißt, wir müssen auch meistens schon um 7 aus dem Bett springen, fertig machen, direkt herfahren. Ja, deswegen mache ich heute erst Feierabend. Morgen packe ich die Dinge aus und dann bauen wir die auch zusammen. Und dann geht es auch weiter mit der Folierung, mit der Restfolierung. Der Wagen sollte eigentlich morgen, alles bis die Übermorgen, dann schon fertig sein. Und dann gibt es natürlich wie immer ein geiles Carbon dazu. Also bleibt dabei, wie wir morgen die Teile einbauen. Bis gleich. Manic depressing, how come I'm overly stressing? Feel like my mind is congested with shit I don't wanna mention. Is this detention, detention? Am I suspended from happiness? Am I the joke that they laughing at? I'm not a joke, why you laughing at me? I lose control and I'm super violent. My vehicle is going side to side. I'm over speeding, I'm over driving. I'm so thinking about suicide. Who am I to be, who am I? I'm no Bruce Wayne, I'm no super guy. Just Clark Kent in a suit and tie. And I can't fly, who the fuck am I? I guess it's only in my thoughts. Maybe I'm tripping over. Think. It's cause I'm sipping and overdrink. It's when these people know that I'm sinking. No, I'm exhaling all of my problems. Then I'm inhaling all of these bottles. And goddamn, I'm missing my father. And I don't get to talk to my mom. How come I'm so stressed? How come a nigga fall on his face like this? Just like this. Why I'm so mad? Why I'm in the lab with a pen and a pad. And I feel like I just can't get it back. What they took from me. Everything they took from me. Look at how they look at me. Look at how I look at them. Drowned all my problems in this bottle full of pain. Pour it down my frame like I am not ashamed. I know I'm not insane, but I tend to lose my brain. I tend to lose myself in the pool full of you. I drown, I drown, I'm drowning. I drown, I drown, I'm drowning. I drown, I drown, I'm drowning. I'm drowning now. So. Ja. Corona? So sieht es bei uns aus momentan in der Halle. Wir haben die Stützstangen komplett zerlegt, ausgebaut. Ne? Ja, weil wir haben die Folierung ja schon hinter uns. Das haben wir als allererstes jetzt gemacht, damit auch der Kunde uns diesen Zeitdruck nicht macht, dass er den Wagen schnell wieder haben will. Der ist eigentlich ein sehr entspannter Kunde und lockerer Kunde, aber der will auch seinen Wagen gerne natürlich wieder haben, irgendwann mal in diesem Jahr noch. Ja, und wir versuchen immer innerhalb von ein, zwei Wochen die Fahrzeuge der Kunden immer fertig zu kriegen. Auch mit so einem Umbau sogar uns wirklich da Zeit zu nehmen für das eine Auto zum Beispiel einen Umbau zu machen. Das heißt, die Jungs fangen dann komplett mit der Folierung erstmal komplett an, was foliert werden muss. Folieren die schnell und so einen Umbau kalkuliert man ja vorher ein, dass man zum Beispiel sagt, okay, wir können die ganze Seite komplett schon mal folieren, den Kotflügel, Stoßstange hinten, dies, das. Und das, was dann später nochmal ausgebaut wird, das kann man auch schon mal folieren, wie hier, wie man hier sehen kann, haben wir die Stoßstange auch schon foliert. Aber sowas wie Schweller brauchen wir auch nicht folieren, weil da kommen ja noch andere Schweller rauf. Ich habe letztens was erzählt von Stoßstange hinten, die ist nicht mit dazugekommen. Ne? Da habe ich falsche Informationen gegeben gehabt im Video. Das Problem ist, durch Corona, also ja. Wir hätten sie direkt im Werk von AMG bekommen, die Sachen. Und durch Corona wurde halt alles eingestellt. Die arbeiten im Werk auch nicht mehr vernünftig. Okay. Und somit kommen wir, also wir hätten die Teile bekommen. Aber ich glaube mit 3 Monaten Lieferzeit und das war dem Kunden zu lange. Ja. Ja, ich hatte ja noch im Sinn gehabt, ich habe erst erzählt, dass wir die Stoßstangen hinten noch umbauen auf AMG. Mhm. Aber Julian meinte erst, dass es deutlich geklappt hat, weil Julian hat die Teile bestellt und dass es halt zu lange dauert. Und der Kunde hat jetzt schon auf sein Fahrzeug fast 2 Monate gewartet. Nicht bei uns, sondern wegen der Anmeldung, wegen der Zulassung. 18.10., jetzt haben wir den 18. Januar. 18.10. hat der Kunde den Wagen gekauft und wollte ihn zulassen. Und wartet seit dem 18.10. 3 Monate. Bis jetzt vor einer Woche hat er ihn zugelassen bekommen. Letzte Woche Freitag zugelassen bekommen und direkt zu uns gekommen. Also überlegt man, wie lange er auf die Zulassung gewartet hat. Was meint ihr dann, wie lange es dauert, wenn man Teile bestellt und Teile organisiert? Aus Amerika bestellt? Vor allem. Aus Amerika und Originalteile natürlich. Keine Zubehör oder schwachsinnige Schrottteile da, ne? Wie lange das dann dauert, ne? Wir kriegen zwar alles ran, aber wie gesagt, mit Geduld. Ja. Ne?
Also wir haben jetzt erstmal aber die Trittbretter natürlich bekommen, die haben wir schon geliefert bekommen, habe ich euch ja schon gezeigt, das ist alles in den Kartons hier drin. Den Panamericana Grill auch, den bauen wir jetzt komplett um, deswegen die Stoßstange draußen, weil das wird nach innen eingedrückt. Es gibt andere ältere Fahrzeuge, wo man den Grill von außen einfach rausnimmt und wieder rein, das sind, aber bei denen ist es nicht so, hier muss man wirklich die komplette Stoßstange runternehmen. Haben wir jetzt natürlich auch gemacht, bauen wir jetzt ein und wenn der Grill dann verbaut ist, kommt die Stoßstange natürlich wieder rein. Und dann könnt ihr mal sehen, wie das mit dem neuen Grill aussieht. Ne? Jetzt habt ihr mal hier zum Vergleich die alte, den alten Grill. Genau da. Der alte Grill. Und da kommt dann ein Panamericana Grill rauf. Und dann könnt ihr mal sehen, wie heftig das eigentlich als Unterschied dasteht. Ne? Überlegt mal, dieser Grill hier, ja. Dieser Grill. Auf einmal kommt der so. Diese Wölbung kommt. Das sieht so Hightech aus, finde ich. Mhm. Diese neuen Grill von Mercedes, die sehen so Hightech aus. Diese Panamericana Grille sehen zu krass aus. Ich habe jetzt fünfmal, glaube ich, das Wort schon gesagt. Viel zu edel. Ja, das sieht wirklich so. Das ist so rund. Das ist einfach nur rund von. Das bockt, weißt du, der will nach vorne. So. Die Brust ist vorne. Bullig. Ja, der will kommen. Das sieht so einfach aus. Ja, so, bleib dabei. Bis gleich. So, bist du dran? Ja, ich bin dran. Ich kann dich auch filmen, ja. Das ist eine Kamera, die direkt über Bluetooth funktioniert. Spaß, Mann. Auf jeden Fall. Da hat jetzt die Kamera auch komplett, der Grill ist komplett raus, hier, kann man sehen. Ne? Wie gesagt, der muss einmal komplett hier rein, also reindrücken normalerweise, wenn er dran wäre. Ne? Das heißt, raus, sehr, sehr fest verbaut, sicher und stabil verbaut auf jeden Fall, muss man echt dazu sagen. Es gibt auch Fahrzeuge, wo der Grill einfach so rauskommt. Das ist natürlich dann aber nicht sicher und fest, aber es funktioniert. Jetzt habe ich die Kamera auch jetzt rausbekommen hier, die hier drin gewesen ist. Die kommt dann in den Grill rein. Dann hat man es einfach sozusagen einfach 1:1 ausgetauscht. Ne? Alles vorhanden, das kommt neu, das ist neu. Das hier ist die Vorrichtung, wo das alles befestigt wird, die hier drin ist. Die man hier auch gar nicht rausbekommt, ohne dass man diese Clipser bricht hier. Ne? Diese Clipser hier, die werden direkt gebrochen. Die kriegt man nicht raus. Also wenn der einmal drin ist, ist vorbei. Also einmal einrasten, dann kriegt man nicht mehr raus. Okay. Den hier. Ja, ja. Den mit dem Grill verbunden. Ne? Einrasten ist vorbei. Weil diese Sicherung hier, die brechen 100% ab. Die kriegt man nicht wieder ganz normal eingebaut. Jetzt müssen wir gucken, dass die Kamera passt. Wenn das alles hier passt, haben wir alles erledigt. Dann können wir einfach wieder zusammenbauen. Muss alles sitzen. Kurzum, so eine Umbau machen wir aber auch ohne Folierung, ne? Falls der eine oder andere fragt. Ja, machen wir. Machen wir alles. Wenn jemand so einen Panamericana Grill eingebaut haben möchte, können wir es gerne machen. Wir bestellen den Grill, wir bauen alles ein. Also ungerne, ich baue ungerne so um, dass der Kunde alles bestellt. Ich will lieber alles bestellen, weil das Problem ist, wir hatten schon mal das Problem gehabt, dass der Kunde alles bestellt hat. Der Wagen war hier, wir haben alles ausgebaut. Da passen die Teile vorne und hinten nicht. Alles falsch bestellt. Arbeit umsonst. Die Zeit verschwendet hier, der Kunde wartet auf sein Fahrzeug, ich kann nichts dafür, ich habe alles zerlegt, bis die neuen Teile kommen, 2-3 Wochen Wartezeit, wieder zusammenbauen, Kunde muss weg, Kunde kommt nach 2-3 Wochen wieder, verschwendet Zeit, verschwendet das Geld, mache ich das nochmal. Also, wer gerne was eingebaut haben möchte, dann einen Umbau haben, will auch Facelift oder eine Umrüstung haben, Panamericana Grill, egal was, wer dann nicht damit zufrieden ist, dass wir alles bestellen, der braucht dann auch die Anfrage bei uns gar nicht machen. Weil wie gesagt, ich habe keine Geduld. Ich liebe meinen Job und ich liebe es, das, was ich mache. Aber ich habe keine Zeit dafür, dass hier die Bauteile falsch ankommen und wir dann hier stehen wie Idioten und nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Ne? Und dann wieder alles zusammenbauen und nichts eingebaut haben. Sorry, das machen wir leider nicht. Aber an sich, wie gesagt, machen wir das alles. Ja. My demons play well with all of your angels. They used to call me square, but you fell in love with my angles. And we was tight and never really had to have the bigger circle. I submerged myself into you and promised I never hurt you. I fiend for you, but it seems to me you never fiend for me. I dream of you. Grill ist jetzt drin. Da fehlt jetzt nur noch dieser Stecker hier für den Abstandregler. Ne, und die einzelnen Schrauben. Hier ist der Abstandregler, ne? Der Grill kam jetzt, also die meisten Grill, die man jetzt kauft, dann sind so eine Universalgrille für alle Modelle sozusagen. Wenn so ein GLS für dieses Baujahr-Baujahrreihe, alles drum und dran, bestellt man so einen Panamericana-Grill, der kommt dann für alle Modelle mit drin. Für Modelle, die ohne Abstandregler sind, weil man kann das ja auch ohne Abstandregler bestellen. Und für Modelle ohne Kamera. Dann hat man immer hier, das ist noch geschlossen und das ist noch komplett zu. Das müssen wir jetzt komplett abklipsen hier.
ne, das alles raus, weil die Leute, die Fahrzeuge ohne Abstandregler, haben dann hier noch so eine Plastikabdeckung mit drin und hier auch in der Kamera noch eine Plastikabdeckung, die man dann auch x-beliebig abwählen kann. Dann, wenn man den Wagen konfiguriert, kann man den auch günstiger konfigurieren. Also, zack, fertig. Wahnsinn. Das war's. Einfach reingedreht. So, ist jetzt drin. Was das ausmacht. Ne? Extrem großer Unterschied. Extrem großer Unterschied. Diese Lufteinlässe hier, die schießen ja und öffnen dann irgendwann. Ne? Die sind ja jetzt gerade offen. Aber ich meine, das sieht krass aus. Zeig's mal von weitem. Ne? Sieht unglaublich aus. Also ich finde, der Unterschied zwischen dem und dem anderen Grill ist wie alter GLS und neuer GLS. Weißt du, was ich meine? Mhm. Obwohl vom Prinzip her ist es ja die gleiche Baujahrreihe, aber krass, richtig krass. 2000 Jahre später. Sag mal. Was tue ich schon wieder? Guck mal hoch. Ich betrachte die Sterne im Himmel. Ich gucke mir gerade die Funktion an von dem Sternenhimmel. Wir haben ja neue Projektoren jetzt auch da, die auch mit App verbunden sind. Hier hat man zum Beispiel so einen Code für die App. Da lädt man die App runter und dann kann man das mit Fernbedienung plus App steuern. Wir haben zwei Optionen in einem Modul drin. Ach. Ja, ja, in einem Projektor und das ist richtig geil. Ne, man hat hier auch die ganze Gebrauchsanleitung von App etc. alles drum und dran. Ne? Ja, und dann kann man halt, ich bin halt hier, um zu gucken, was kann man alles machen, ne? Du hast so ein Flash drin, du hast einen Farbwechsel, das ist richtig geile Sache. Guck mal an. Guck mal, wie geil das funkelt. Oh ja. Guck mal, wie geil das funkelt, ne? Und verschiedene Farben, die sind alle mit drin. In einem Funkel, also in einer Option. Guck mal. Das ist krass. Du hast mehrere Farben, in einer Option, da hast du auch einzelne Farben. Guck mal, jetzt ist zum Beispiel rot. Ne, jetzt ist es grün. Hast du eigentlich eine Lieblingsfarbe mittlerweile? Ja, lila. Ja. Das ist mein Lieblingsfarbe. Lila und Rot gefällt mir extrem auch. Aber dann, weißt du, das Geile ist an der Geschichte, du hast nicht nur eine Farbe, wenn du willst. Ja. Weißt du, du hast auch so ein Modul drin, so ein Projektor, wo mehrere Farben ausstößt an Lichteffekt. Ne? Wie hier, jetzt haben wir so ein Rot, ne? Und jetzt haben wir in diesen Geschichte, guck mal, bam, 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 alle Farben mit drin. Wie krass ist das? Das ist richtig krank gemacht. Und weißt du, was noch geiler ist? Ich mach das jetzt mal aus und such mal jetzt die Fasern. Die findest du nicht mehr, die sind weg. Und die sind auch so schön verarbeitet, dass man die nicht fühlt und nicht sieht. Mach hell, so viel du willst, die Kameraeinstellung. Mach, wenn du was siehst, dann... ISO 20.000 regelt gerade? Hä? ISO 20.000 regelt? Ja, mach mal. Du siehst es nicht, ne? Du siehst gar nichts. Es ist so gut verbaut und so tief drin, dass man wirklich auch gar nichts sieht. Jetzt machen wir es wieder an, zack, da sind die Sterne wieder. Aber diese Funktion gefällt mir richtig. Aber mal eine andere Sache. Ja. Irgendwie haben wir einen ganz doofen Cut, weil letztes Mal haben wir beim GLS einen Grill eingebaut und auf einmal ging es nicht weiter. Warum? Weshalb? Wieso? Warum sind wir jetzt hier im Cayenne? Was ist passiert? GLS, ja, wir haben doch gar kein Outro dafür, wa? Nein. Das Video ist ja auch gar nicht online. Nein. Weil ich nicht da war. Ja, wo warst du denn? Leute, kleine Geschichte, wo ich war. Und dann mach ich ein Outro. Die Trittbretter wurden ja auch eingebaut in meiner Abwesenheit, wa? Ja. Eieiei. Ja, den GLS, den habe ich ja fertig gebaut zum Größten. Wir haben den foliert, da habe ich den Panamericaner Grill noch eingebaut. Mhm. Ne? Den habe ich so gemacht, habe ich auch noch geschafft. Und dann kam leider keine schöne Geschichte. Ich habe einen Anruf bekommen, meinen Eltern ging es gar nicht gut. Die haben Corona gehabt, mich angerufen, ich musste direkt ins Krankenhaus fahren, weil denen ging es sehr schlecht. Und dadurch, dass ich Kontakt und in Berührung mit meinen Eltern geraten bin, obwohl trotz Maske, Handschuhe etc., ich habe wirklich alles gemacht. Ich kam mir wirklich vor, als würde ich in ein Chemielabor reingehen. Ey, so sehr habe ich auf mich geachtet. Ich habe mich auch direkt am gleichen Tag noch, ich habe die hingebracht, mich am gleichen Tag noch testen lassen. Bringt zwar nicht viel, aber ich habe es trotzdem aus Sicherheitsmaßnahmen gemacht. Und am nächsten Tag war ich halt negativ, aber trotzdem bin ich nicht zur Arbeit gekommen. Ich habe mich 8 Tage in Quarantäne. Du warst ganz schön lange, ja. Ich habe mich 8 Tage in Quarantäne bewegt, freiwillige Quarantäne, damit ich die Jungs hier alle nicht anstecke, falls ich Corona haben sollte, weil ich mit meinen Eltern in Berührung geraten bin. Habe aber auch dann am 8. Tag nochmal einen Test gemacht, war immer noch negativ, Gott sei Dank. Ich hatte auch keine Symptome, nichts. Mir ging es wirklich gut. Mir und meiner Familie, Gott sei Dank. Ich bin halt meiner Frau und mein Kind in Quarantäne gegangen, auch wirklich freiwillige Quarantäne, damit auch keiner, weder ihre Eltern noch die Familie noch hier die Arbeit angesteckt werden. Und deswegen war ich halt nicht da gewesen. Und dann, als ich dann nach 8 Tagen immer noch negativ war, war ich froh,
dass ich wieder zur Arbeit durfte. Mit den Jungs hier weitermachen konnte. Aber dann war der GLS auch schon weg und wurde abgeholt. Und deswegen haben wir kein Outro. Das Outro mache ich jetzt. Also, beim GLS haben wir einmal Panamericana Grill eingebaut, komplette Folierung gemacht, Trittbretter eingebaut, die sind ganz anders, ne? Mhm. Und der Panamericana Grill sieht zu krass aus. Also, mir persönlich hat das mit dem Panamericana Grill viel mehr gefallen als mit den Trittbrettern insgesamt, aber Trittbretter sah auch schon cool aus, wie der Kunde natürlich gewünscht hat. Aber ich habe halt den Grill extrem gefeiert. Ich habe auch Bilder von Julian zubekommen, als er fertig war. Ja, und dann war ich weg. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, viel erzählt, lange Rede, kurzer Sinn. Goodbye, fall asleep to lullabies, or something that I thought I'd never find.